Willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Wir haben im letzten Part die Begegnung mit Santo überlebt. Aber er hat mit einer dazu gezwungen, Held zu werden, auf die Seite des Lichtes zu kommen. Und das finde ich nicht so gut, wie man sieht. Sie ist ein wenig unentspannt gerade. Man kann es ganz leicht feststellen, aber Zelda soll uns helfen können. Wir haben uns nämlich auch wieder in einen Wolf verwandelt, wegen dem bösen Santo und Sequenz. Oh, wie ist dir da runtergekommen? Oh, Zelda. Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Lo liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst ihn von seinem Fluch erlösen. Das war gerade so, keine Ahnung, App. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt der Magie eine Kraft inne, die eben dies verhindert. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Flo, von den Göttern Hyrules auserwählter Held. Ich weiß, du kannst mit so einem langen Schwert umgehen. Und außerdem teilst du dieselbe Kraft wie ich. Die Göttinnen segneten uns beide mit dieser seltenen Kraft. Ist das nicht wunderbar, Flo? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Ihr Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch, bitte. Verratet diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Niemals! Weißt du, Midna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich, Midna, nimm dieses Geschenk an. Und ich weiß, was du bist. Du lässt dich kaufen. Für Jobs. Sehr viele Jobs. Was? Nein! Nein! Wenn ihr das tut! Flo, halt sie auf! Nein! Was? Was? Zelda ist tot? Okay, scheiße. Aber mit einer Liebe, das war's vollkommen wert. Naja, eigentlich nicht. Wir müssen zurück, Flo. Zurück in den Wald von Firone. Los geht's! Ich reite dich. Prinzessin Zelda, ihr gab mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Finde ich geil. Yay! Ich auch! Happy End oder so. Und wir spawnen vor dem Schloss. Hyrule. Bow, wow, wow, wow. Was? Was ist das? Scheiße! So eine Art Barriere, die einen irgendwie an, ich glaube, das war Nairus umarmen erinnert, oder?
Also diese, weil es so... oder an die Kristallschalter. Genau, Kristallschalter. Genau. Oh, wie aggro die gerade aussah. Ich halte dich zu. Die Kamera zeigte uns gerade ganz dezent, wo wir hin sollen. Und werden wir dieser dezenten Kameraführung doch gleich mal nachgehen. Ne? Ja, sicher doch. Tja. Das Masterschwert ist unser nächstes Ziel. Mal schauen, wie der Heilige Hain denn in diesem Spiel wirkt. Ist er wieder eher so... Was heißt wieder eher so? Ist er schon so wie bei Hyrule Warriors, wo er einfach so ein Platzdings da in den Tempel geklatscht wird, oder hat er eine spannende Atmosphäre? Wir werden es bald wissen. Bands stirbt. Wann sind das viele? Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Sackgeier oder so, weiß ich doch nicht. Ich meine, weil die so Pelikanartigen Sack da hängen haben. Mülltonne, weißt du? Wuhu, stirb. Mann. Also, wir folgen jetzt einfach mal der Kamera, wie gesagt, nach dem Wald von Virone. Nach dem Wald von Virone. Ist das ein Satz? Nach dem Wald von Virone? Zum Wald von Virone. Zum Wald von Virone! Yeah! Ups. Ups. Und ups. Und Avira gibt mir gerade irgendeine Scheiße wieder. Ups. Ups. Ach ja. Also, Wald von Virone ist der da unten bestimmt. Oder? Ja. Der war doch bei uns zu Hause, oder? Ja, Virone bin ich gerade schon drin. Ach, hier, dort. Ja. Wir sind auf der richtigen Spur. Eine heiße Spur. Eine richtig heiße Spur. Ist so heiß, meine Hand ist verbrannt, so heiß ist die. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal nach dieser heißen Spur. Dann werden wir gleich wissen, was denn das Geheimnis dieser Spur ist. Was hat es mit dieser Spur auf sich? Midna, was hast du zu sagen? Was willst du? Warpen. Ach stimmt, wir können uns ja warpen. Moment. Ja, der Weg war unnötig. Ja. Okay, wir gehen einfach mal. Nee, komm, wir gehen da unten hin, denn ich habe keinen Bock, im Gift Scheiße zu spawnen. Ach, Manno. Jetzt hätte ich mir den ganzen Weg sparen können und... Wow, ich hatte 4 Minuten gespart. Okay, das ist krass. Das ist echt gut. Ich bin sehr gut durchgeplant. Nee, Ich dachte eigentlich, dass Warpen käme erst spät. Ey, Moment. Was passiert, wenn wir mit dem Wolf Genie rufen? Überspringen. So, also bitte sehr. Was hast du zu sagen? Ich kann mit Genie sprechen. Oh. Also, was hast du zu sagen? Ach, und einer neuen Gestalt, da kann ich nicht. Finde schnell deine Wahnsinn zurück. Mama, meine Stimme gerade und ultra schlecht. Ja, ich kann halt einfach keine Pferde synchronisieren, sorry. Wo könnte denn jetzt der Heilige Hain sein? Moment, was hat Midna denn zu sagen? Hey, das Masterschwert ist am Heiligen Hain. Weiß ich. Wo ist der Heilige Hain? Ich muss gerade überlegen, weil ich weiß ja, wo der ist. Ah ja, ich glaube, ja. Wir hätten doch da vorne spawnen können. Ja. Oh, und in diesem kleinen Zwischengang hier kann ich nicht warpen. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Oh, Dekorana. Ich bin kein Rennauto. So, dann spawne ich. Oder nee, komm. Jetzt kann ich auch so da durch. Ah.
Oder doch lieber nicht, sonst. Nee, das lassen wir mal. Ja. Wir warpen uns lieber, denn ich glaube, ohne Lampe kommen wir da echt nicht durch. Da die Lampe als Wolf ein wenig schwer anzuwenden ist, vor allen Dingen, wenn sie nicht benutzt werden kann, dann ist das scheiße. Ja, das ist scheiße. Oh, hallo Vögelchen, und was hast du zu sagen? Hey Vögelchen, sag was, sprich mit mir. Sprich allein mit mir, Spasti. Hey. Oh. Ah, Affe. Die kennen wir doch, unser lieber Freund der Affe. Und sind das für Marionetten? Okay. Die töten wir mal kurz. Denn die bedrohen unser Affenfreund. Wow, mit einem Jump. Bin ich gut. Die Affenlady, verzeihen. Hast du mich gerettet? Vielen Dank, Kuckuck. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von eben an. Das mag in diesem Wald nur sein. Das war wirklich ein wunderschöner Wald. Du weißt schon, der Wald, den ich auf der anderen Seite der Schlucht gesehen habe, ne? Ich weiß nicht, wieso... Du riechst wie ein Prinz. Ich weiß nicht, wieso meine Stimme gerade... Ach, egal. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Flo? Sollen wir ihn uns mal ansehen? Aber sicher doch. Was ich sagen wollte, ich weiß auch nicht, wieso ich gerade irgendwie einen Vogel imitiert habe, als ich eigentlich ein Affengeräusch machen wollte. Das war... Nein, ich will hier, komm, ne, mach, Minna. Ah, sei jetzt nicht anstrengend, Minna. Ja, sehr schön. Es war schon anstrengend genug, dich eben dazu Zelda zu holen. Oh, Fledermäuse, Flederflatterer, Flederficke, dich doch. Yippie! Wow, das war knapp. Jetzt dreh dich wieder um, denn ich bin nicht dumm, ich bin ziemlich blöd, das wisst ihr alle. Yeah. Yeah! Ich hab Swag hier, hört mich an, ich bin so gut. Ich könnte glatt eine Platte rausbringen, hey. Mein geilen Rhymes und so. Oh, Mythenstein ohne Auge. War das richtig? Nee, das war falsch. Okay, Moment. Nee, Moment. Ha, sehr gut. Das war, glaube ich, der Bolero des Feuer? Nee, das war die Serenade des Wassers, oder? Ja, ich denke schon. Ich habe Ocarina of Time Master Quest in letzter Zeit ein bisschen gespielt. Bin gerade beim Wassertempel wieder. Telefon! Mann, passt das gerade richtig gut. Ja, das war die Serenade des Wassers. Eindeutig. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand. Sollst du nach mir suchen, mach das scheiß Telefon aus. Geht leider nicht, Wolf. Okay, es ist fertig. Sehr schön. Ich hoffe, das war keiner, der mich anrufen will. Okay. An der Stelle befindet sich jetzt der Geist des Helden. Gehen wir doch mal hier in den... Oh. Hat schon Stil ein bisschen, ne? Heiliger Hain. Oh, noch ein Mythenstein. Moment, was? Ah, sei das wie nicht.
Ha, bin ich gut. So. Aber das ist kein normaler Mythenstein, das ist einfach nur ein Stein mit Triforce drauf. Yeah! Es passiert jetzt. Was? Wer ist das? Der sieht ultra gruselig aus. Oh, ach, der war das mit den Marionetten. Ey, du Spasti. Ja, ich kann euch sagen, wer das ist. Das ist Horror Kid. Mhm. Ihr habt richtig gehört, Horror Kid. Beziehungsweise ein Horror Kid. Den solltet ihr eigentlich kennen. Hauptprotagonist, Hauptantagonist, Verzeihung, in Majora's Mask. Eigentlich ein Freund in Ocarina of Time. Und hier ist das Horror Kid wieder mal zur bösen Seite übergewechselt. So. Ahaha, ich hab's gehört, ich hab seine Tröte gehört. Der ist da oben, oder? Ey, da spielt Salias Song. Und die Hintergrundmusik auch. Scheint müssen wir dem Horror-Kid jetzt durch die verlorenen Wälder folgen. Ah, und dann sind immer die Türen offen, wo er gerade durch ist. Vermutlich ist er jetzt da oben, oder? Ah, noch mehr Marionetten. Oder? Ist er hier oben? Zeige dich, Horror Kid. Nee, hier ist er nicht. Hm. Könnte er denn nur sein? Nicht hier, hier waren wir doch noch nicht, oder? Ah doch, hier kamen wir her. Müssen wir anscheinend da rechts in die Tür, oder? Wo war denn die jetzt? Ah, da. Oder kamen wir hierher? Nee, wir kamen nicht hierher. Das müsste hier irgendwo sein. Oder? Kommen wir doch von hier? Nee, von hier kommen wir nicht, oder? Hä? Kassel-Labyrinth. Oh, da oben ist er. Kommen wir jetzt zu dem da hoch. Ah. Horror Kid, lass das. Ah, da. Schwimm. Aber Link ist doch nicht Schwimmer. Nein, ist er gar nicht. Noob, du weißt ja gar nichts. Ja. Also ich fand das alte Design des Horror Kids oder der Horror Kids besser. Hat so ein Blatt auf dem Rücken. Ist wie, wer war das? Wer war das? Taro? Ja, ich glaube, das war Taro, der von den Kindern aus dem Dorf. Der hatte auch so ein Blatt auf dem Rücken. Vielleicht ist es ja eine geheime Anspielung. Oh, nee, ich glaube, da geht's aus dem Wald, oder? Nee, doch nicht. Ist der denn jetzt schon wieder? Nein, hier war's, oder? Doch, hier habe ich irgendwas gehört. Ah, da oben ist er. Oh Mann, das ist aber echt schlimm hier. Man hat hier echt gar keine Orientierung. Wie kommen wir jetzt da hin? Wo kommen wir jetzt wieder her? Was für Labyrinthe. Ha, daneben. Wo ist er denn? Ich war doch noch hier. Kratzt das mich schon wieder am Ohr. Verzeihung. Oh, Gott. Das ist immer ganz schlimm. Ja, da steht's sogar. Wir haben eine Geisterseele. Ey! Mann, ihr Spastis, lasst das doch mal. Wo ist das Horror-Kid, Mann? Das war doch hier oben irgendwo. Ha! Ey, ich wollte euch austricksen. Wo ist das Horror-Kid, Mann? Gott.
Ah, da oben war es, ja, genau. So, das heißt, wir müssen jetzt dreidimensional denken und irgendwie da hochkommen. Am besten wir gehen hier drunter durch, dann müssen wir hier rechts irgendwo hoch. Oder? Oder wir gehen hier lang? Nee, wir bleiben wir gehen wieder zurück. Ich überlege im Übrigen, ob ich mir mal eine Ocarina zulege. Beziehungsweise in Deutsch. Ocarina. Nicht Ocarina, sondern Ocarina. Bei mir eine. Ah, da kann man durch. Da kommt man vorher noch nicht durch, deswegen war ich da ein wenig irritiert, aber. Bams! Ey, falsche Richtung! Stirb! Ha, sehr schön. Der ist jetzt ein Style disappariert. Ich hab zu viel Harry Potter gelesen. Ich würde eigentlich disappeared sagen, aber. So. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hier? Nee. Bams. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Mach das Ding kaputt. Ach. Ha. Mach man aber nur einen Rubin drin. Hab auf mein Herz gehofft. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Das sieht nicht so aus, als will er hier noch flüchten. Jetzt sitzt du in der Falle, Horrorkind. Was? Scheiße. Wie der abgeht. Ach, jetzt spielen wir hier. Na gut, dann lass uns spielen. Deine Marionetten. Ach, deine Marionetten sind mir doch egal, wollte ich sagen. Ah, ich habe eine Idee. Ich tue hier seine ganzen Marionetten töten und dann wird er neue holen wollen. In dem Moment sollte ich ihn treffen können. Ja, komm, hol neue. Ja, genau. Geh da hoch. Bams. Och, Mann. So schwer wäre das ja jetzt wohl nicht gewesen. Oh! Komm, mach. Ja, Bams, tot. Oder? Nee, noch nicht. Bestimmt noch nicht. Nee. Der kleine Laubbursche macht noch weiter. Och, nee, jetzt macht er schon 5. 5. Wieso denn? Hier ist ein Stein, den man vermutlich zerbomben kann. Will er sich vor zu schneller Wiederspawn Herstellzeit schützen? Bestimmt. Das ist jetzt schon 8. Das sind schon 8, glaube ich, oder? Vielleicht waren das eben auch schon 6. Ich weiß nicht. Könnte sein, dass hinter seinem Baumstamm noch ein weiterer war. Die haben bestimmt auch irgendeinen Namen. Ha! Jetzt bist du down! Ha! Letzte Worte? Fang mich doch! Eierloch, fick dich! Doch. Das ist doch gar nicht jugendfrei! Aber im nächsten Part gibt's. Oder? Nee, machen wir das. Jetzt bin ich aus Versehen schon ein bisschen weiter gegangen. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, oder? Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Das machen wir dann im nächsten Part. Schaut ihn euch auf. Was ist hier hinten drin? Da können wir hoch. Oder auch nicht. Egal, schaut euch den nächsten Part auf jeden Fall an. Denn da finden wir vermutlich hoffentlich endlich das Master Sword. Ich weiß nicht wieso. Gut. Tschüss.